Nein, der ist nicht down. Aber irgendwo war hier... Ich weiß nicht wo. War das jetzt hier? Nee. Hä, wo haben wir den doppelte... Hier war das, ne? Yeah. Yeah. Die brauchen wir auch. Aber zuerst machen wir den fertig. Na, schieß doch, Alter. So, jetzt geht's ab. Jetzt jagen wir erstmal Big Tony. Big Tony! So, wir haben die Time Crystal. Ach ja, die kam ja auch noch. Die habe ich ja ganz vergessen. Die kam ja auch noch. Stimmt, die Splitters. Die kam ja auch noch. Verdammt. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, sogar eine Multiplayer-Karte gewesen hier. Der Club. Ja, der Club war auch eine Multiplayer-Karte. Da kann ich mich noch ganz genau dran entsinnen. War es das jetzt so langsamer? Das muss doch mal so langsam reichen jetzt. Ihr merkt doch, dass ihr keine Chance habt. Warte mal eben. Nein. Was ist unsere Aufgabe? Drain the Whiskey Barrels. Main Objectives. Okay. Drain the Whiskey Barrels. Ah, wir müssen die Whiskey Barrels müssen wir noch, glaube ich, zerstören. Okay, da habe ich welche gesehen unterwegs. Da muss ich mal eben schauen. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Gesellschaft kriegen von den Timesplitters. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo waren die denn nochmal gewesen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder müssen... Aua, Alter, was? Willst du mich verarschen? Ja, natürlich zwei. Ihr wollt mich doch verarschen. Natürlich, und jetzt sterbe ich hier, oder was? Ihr könnt mich mal... Ich muss so langsam aufhören. Mann, komme ich hier raus? Ja. Wo waren diese dämlichen Whiskyfässer? Die habe ich gesehen. Ziemlich... Ich glaube, in der Bar waren welche, wenn ich das richtig gesehen hatte. So, wo sind sie denn? Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Leben. War hier nicht irgendwo ein Whiskyfass? Hier war aber, glaube ich, eins. Ich habe schon wieder den Timesplitter gehört. Hier. Ja, natürlich. Ja, ist klar, ist klar. War das jetzt richtig? War das jetzt richtig? Eins von vier, ja, war richtig. Okay, war noch irgendwo ein Fass zu sehen gerade? Nee, ne? Nee. Dann gucken wir mal. Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall zerstören. So wie ich mir das schon gedacht hatte. Weil ich will die Mission schaffen. Auch wenn die Dings mir jetzt auf den Sack gehen da, die dämlichen Timesplitters. Okay. Na. Okay, zwei remaining. Jetzt haben wir natürlich für die Timesplitters keine Munition gleich mehr. Das ist nicht so schön. So, jetzt gehen wir den ganzen Weg nochmal... Hallo, wo kommst du denn her? Bisschen... Munition sparen. So, ein Whisky. Ah ja, natürlich.
Jetzt werde ich gleich sterben. Ja, das gibt's doch nicht. Okay, ich würde sagen, das reicht auch. Ich glaube auch nicht, dass da noch ein Level kommt, weil auch die ganzen Zwischensequenzen dazwischen. Ich glaube, da sind auch nur die beiden Level. Sollte da irgendwie was anderes sein. Ich glaube nicht, dass das volle Spiel hier drin ist. Ja, das war Timesplitter 2. Ein Easter Egg in Homefront The Revolution. Ich werde bekloppt. So cool gemacht. So geil. Liebe Leute, bitte Timesplitters nochmal remastern oder so. Es wäre so ein Traum. Okay, hallo Framerate. Schön, dass du da bist. So, haben wir hier ein Radio? Kommen wir mal wieder zurück zum Spiel. Ich bin immer noch total in diesem Timesplitters-Modus gerade. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total überrascht und happy. Und meine Augen funkeln wie so ein kleines Kind, was vom Weihnachtsbaum steht und kaum abwarten kann, dass er die Geschenke aufmachen kann. Hier ist noch ein Radio. So. Wir müssen... Was war denn jetzt unsere Aufgabe? Ich bin raus. Ich bin total raus. Ja. Irgendwie einen Geheimgang oder so mussten wir finden. Mein Fehler. Ja, dein Fehler, genau. Verpiss dich. Ja, ich poliere euch auch gleich die Fresse. Genau, von hier sind wir gekommen. Töte ihn! Versuch's nochmal, Arschloch. Lass es gut sein. Sofort. Kommt schon, Ladies. Hört mit dem Tanz auf. Wo geht's denn jetzt weiter? Geh mir aus dem Weg mit deinem scheiß Atem, Alter. Geh mir aus dem Weg mit deinem scheiß alten Alter. Was? Tagebucheintrag? Wo? Hä, wo ist das? Tatsache, neues Tagebuch. Ein erfundenes Verbrechen, Tag 7. Sie sagen, ich könnte heute einen Brief schreiben, aber es gibt niemanden, an den ich ihn schicken könnte. Seit der Grundschule hatte ich keine Brieffreunde mehr. Ich hieß John, bin knapp 56 Jahre alt und wurde in Atlanta geboren wahrscheinlich. Ich kam 27 her und suchte nach Arbeit. Kurz vor den großen Abschottungen. Danach gab es keine Arbeit mehr. Also lebte ich seitdem auf der Straße und versuchte alles Mögliche, um nicht zu sterben. Ich wurde wegen Battlens in eine gelbe Zone mitgenommen. Es gibt keinen Gegensatz dagegen. Aber ich habe mich nicht gewehrt. Sie brachten mich zur Polizeistation. Keine Fragen, keine Verhandlungen. Einfach geschlagen und eingebuchtet. Am nächsten Morgen durfte ich jedoch duschen. Und ich bekam einen orangenen Overall. Wir bekommen zweimal Essen, morgens Brot und abends Haferschleim. Vor jeder Mahlzeit nehme ich meinen Hut ab, wie immer. Ein bisschen Würde bleibt einem immer. Tagsüber lassen sie uns schuften. Ich darf Graffiti von den Wänden schrubben. Ist ganz in Ordnung, außer wenn's regnet. Ich würde alles tun, um nicht mehr nass zu werden. Tja, das Leben eines Gefangenen, aber ich frage mich, finde das Versteck. Aber wo ist das? Ist das hier? Matti, verdammte Muschi, fertig, Bär! Ist es hier vielleicht? Das sieht so wie so eine Verstecktür oder auch nicht. Warte mal, was war das hier? Ah, hier. Okay, leere Dose unter einem Sofa. Wo soll denn hier ein Versteck sein? Sie hat ja gesagt beim letzten Mal Symbole oder so sollen das sein, irgendwie. Ist das hier? Nee. Sollen irgendwie so Symbole, Markierungen sein, irgendwie? Vielleicht zücke ich einfach mal das Handy oder ruf mal an. Hallo? Freiheit. Mein Netzbetreiber heißt Freiheit. Ich würde gerne das... den Unterschlupf finden, oder? Ich spiele noch eine Runde Timesplitters. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wo soll denn hier der Unterschlupf sein? Dilling. Hier auch nicht. Hier waren wir auch schon gewesen. Okay, hier ist ein Grafikfehler. Sehr merkwürdig.
Ich kann ja mal wie wild umherballern, einfach in der Mitte unten, im Hauptraum. Mal gucken, ob die mir dann sagen, wo der Unterschlupf ist. Ich habe bisher auch noch keine Symbole großartig gesehen, irgendwie die uns weiterführen könnten. Januar, den 16.2025. Ja. Hier soll... American History. Huch, da stellt das Bein einfach mal auf ein Buch. Oder aufs Buch. Komm ich? Nee. Hier komme ich auch nicht raus. Wo soll denn das sein? Hier ist auch ein Radio hinter, aber ich weiß nicht, wie ich dahinter komme. Das Radio haben wir schon. Hier waren wir auch schon gewesen. Ich bin ein wenig überfragt. Ich, okay. Sonst ist hier aber nichts, ne? Nee, okay. Und hier in den mittleren Gang kommen wir eh nicht. Das scheint alles abgeriegelt zu sein. Wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du nicht, wer ich bin? Nee, du bist hässlich. Kann ich die messern? Ach, geht gar nicht. Ich dachte, geh mir auf den Sack. Dein Gesicht wird leiden. Der Spruch ist auch super. Ich weiß nicht, wie ich, Ja, verschwinde. Ich hab... keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was, nicht jedem steht Orange so gut wie mir? Bin ich so dämlich, das zu finden? Verdammt nochmal bewusstlos! Hier, warte mal, hier. Ach, hier. Kann das sein? Na los, Tank. Mach ihn fertig. Na, endlich. Meine Güte. Das hat jetzt aber gedauert. So. Dann gucken wir mal. Hier geht's noch runter. Zum Unterschlupf. So. Ja. Hallo Freunde, ich bin... Bleib gefälligst weg! Okay, setz dich auf den verdammten Sessel! Setz dich! Will ich aber nicht. Und jetzt? Setz dich! Weißt du, wenn ich mich nicht hinsetze, was passiert dann? Erschießt er mich dann? Setz dich! Ich warte jetzt mal, mal gucken, was passiert. Setz dich! Schön, kannst du das. Zurück! Was willst du jetzt machen? Willst du mich erschießen? Oh, Alter, was? Was? What the fuck, Alter? Was? Was, Alter? Nee! Nee! Das glaube ich nicht. Ah, hör auf! Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Damit habe ich ja jetzt mal gar nicht gerechnet, dass es wirklich tut. Gut, okay. Oh Gott. Okay, also. Ich hoffe, der hat jetzt gespeichert. Oh, wo sind wir denn jetzt? Gute Arbeit, Brad. Oh, ernsthaft? Jetzt decken wir das gesamte Sperrgebiet mit unseren Zielen. Ja. Wenn das Timing stimmt, sollte uns das dabei helfen, unsere Einsätze zu koordinieren. Okay. Pass auf. Also, machen wir das nochmal. Jetzt wissen wir ja, wo die Radios und so sind. Trotzdem möchte ich erst nach oben gehen. Gesagt, dass er tankt dieses Mal. Der Unterschlupf befindet sich irgendwo in der Börse. Erstmal hier das Radio. Alle eingepfercht hat. Weil er hat sich gespeichert. Dort seinen Standort eingerichtet, weil sich dort keine Norks blicken lassen. So, und dann hier oben die Radios erstmal alle mitnehmen. Erstmal das hier. Das Radio kommen wir noch nicht dran, aber dieses Radio hier. Da steht hier. Hallo? Dann haben wir nämlich 7 von 10. Genau, ich glaube, das waren sie alle. Und jetzt gehen wir mal nach unten. Versuch's nochmal, Wichser. So. Natürlich.
Okay, ich dachte, hier liegt noch irgendwas zum Lesen. Zum Lesen. Okay, diesmal, ne, bleiben wir zurück und gehen nicht dran. Und setzen uns auch auf den Stuhl. Ja. Bleib gefälligst weg! Was ein geiler Bug. Setz dich! Wer zur Hölle bist du? Ein Nork-Agent? Scheiße, Mann! Du wirst dich noch selbst ins Grab bringen! Ich schwöre, ich werde... Nun, antworte! Antworte! Du solltest sie nicht hängen lassen! Brady? Brady, hast du schon Kontakt aufgenommen? Moore? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Small, du Wichser, du würdest dir wohl wünschen, dass ich tot wäre. Schon vergessen, was ich dir gesagt habe? Nein, nein, alles in Ordnung. Versprochen. Gut so, hör zu, Ethan. Brady ist bei dir und er ist einer meiner Jungs. Du solltest ihn gut behandeln. Ja, mach ich. Klar doch. Wir knöpfen uns Simpson im Rathaus vor und zeigen alles live im Fernsehen. Ich habe seine letzten Worte schon für ihn geschrieben. Ja? Sehr fein. Rache für Walker. Wir brauchen ein paar echt verrückte Typen, um ins Rathaus zu kommen. Kennst du jemanden? Ja, ich kenne ein Dutzend solcher Typen, die durch Wände laufen würden, um gegen die Norks zu kämpfen. Gut, stell ein Team zusammen, wir kümmern uns um die Waffen. Dann brauchen wir einen Weg, um unbemerkt ins Rathaus zu gelangen. Wir können nicht einfach so reinspazieren, das muss alles leise ablaufen. Pass auf, es ist kein Problem, so ein Team zusammenzustellen, das schaffe ich mit verbundenen Augen. Aber meinst du das ernst? Unentdeckt ins Rathaus? Nein, nee, nee, geht nicht. Moment, ich habe eine Idee. Mein Kumpel Mickey Two-Shoes. Er ist oft in den alten Servicetunneln unterwegs. Was für ein Name ist Mickey Two-Shoes? Jeder hat zwei Schuhe. Hey, hey, er ist ein cooler Typ, okay? Wie dem auch sei, er krabbelt wie eine verdammte Spinne durch die Tunnel oder so. Vielleicht kennt er einen Weg ins Rathaus. Okay, gut, ich mache mich bald auf den Weg. Sei besser bereit. Hey, 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 Moment! Scheiße, Mann, ich dachte wirklich, sie wäre tot. Tot hat sie mir besser gefallen. Okay, zuhören. Die meisten Typen, die wir brauchen, sind in ISO-Container eingesperrt. Du musst an die Gefangenenliste rankommen, um sie ausfindig zu machen. Ich sende dir die Daten auf dein Handy. Okay. Ich muss Mickey unbedingt finden. Er ist unsere einzige Chance. Hoffentlich hat er sich nicht wieder betrunken. Neue Mission, Querdenker. Okay. So, sehr schön. Gut. Verlass die Börse. Mal eben noch mal kurz gucken, ihr Equipment. Haben wir Aufsätze, der 2-Bein, Sicherheit, Laservisier, Kleidung, Verbrauchsartikel, Sprengstoff können wir ein bisschen verkaufen. Können wir denn Wertsachen verkaufen? Ja, haben wir jetzt endlich. Wo ist denn unser Auto? Hier ist unser Sturmgewehr, ne? Das haben wir komplett schon upgegradet. Leichtes Maschinengewehr, Werfer. 20% schnelleres Nachladen und Zielen, eine Waffe, Präzisionsgewehr, Armbrust, schnelles Nachladen und Zielen der Waffe, Waffenstabilität. Machen wir mal. Die Armbrust können wir eigentlich mal ausprobieren, wenn wir schon einmal dabei sind. Wenn du ein paar Mörder versammeln willst, hast du immer das Problem, dass am Ende nur einer übrig ist. Ach, die müssen wir ausrüsten dann, ne? Ah, stimmt, weil wir ja keine Plätze mehr haben. Wie war denn das nochmal? Ausrüstung anpassen, ne? Genau, 2. Armbrust. Ja, ich würde gerne... Wie kriege ich denn hier noch einen zweiten Slot frei? Oder einen weiteren? Geht das noch irgendwie? Waffen? Equipment? Aufsätze? Kleidung? Verbrauchsartikel? Okay. Okay. Ich dachte, das geht hier irgendwie, aber anscheinend... Na gut, dann nicht. Beweg dich. Ja, ich bewege mich ja schon. Mach mal keinen Stress und hetz mich nicht. Meine Güte, ich bin sensibel. So. Was steht da oben? Vom KVA-Terminal oben auf ihrem Übersichtsgang solltest du auf die ISO-Container-Gefangenenliste zugreifen können. Von dort oben hatten sie die Übersicht, ohne sich in Gefahr bringen zu müssen. Na los, Tank, mach ihn fertig. Haben wir das Tagebuch jetzt eigentlich schon eingesammelt gehabt? Wahrscheinlich nicht, weil wir gestorben sind, ne? Das muss ja eigentlich immer noch hier liegen. Hier lag das, da ist es. Ja, das haben wir schon gelesen. So.
dann gucken wir mal. Verlass die Börse ist unsere nächste Aufgabe. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. So. Ach nein, ich wollte auf die Karte gucken. So. Vielleicht machen wir erstmal den Bereich. Das ist da. Was? Kein Widerstand. Ich versuche mal so gut es geht unentdeckt zu bleiben. Hier oben ist noch ein Radio auf dem Haus hier. Er randaliert gegen das Auto. Sehr schön. So, das Radio nehme ich noch mit. Ein guter Freund und legendärer Poet des 8 von 10. 2 Stück brauchen wir noch. Plus natürlich die übrig gebliebenen. Die Insassen bekommen langsam Wind von deiner Arbeit. Sie vertrauen dir zwar noch nicht, aber du hast ihre Aufmerksamkeit. Das Marion Hotel war früher ein Unterschlupf des Widerstands, bis die KVA in voller Stärke die Zone gesichert hat. Sieh nach, ob du dort noch Teile unserer alten Ausrüstung finden kannst. Ach so. Das hat er ja auch gar nicht gespeichert. Ah, das ist ja mies. Okay. Das heißt, wir müssen das nochmal neu machen. So, Jetzt wieder nicht hängen bleiben irgendwo. So. Jetzt müsste es offen sein. Aber ich frage mich immer noch, wie wir da oben nach oben kommen. Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir echt ein Rätsel. Neun von zehn Radios haben wir. Wie kommt man denn nach da oben? Verdammt. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Was benutzen? Die war gerade... Ach so. Aha. Wäre ich da mal vorher drauf gekommen. Ich glaube, jetzt wird das auch gehen wahrscheinlich, ne? Oder? Jetzt komme ich da bestimmt rein. Pass mal auf. Aha. So läuft das also. Ist ja interessant. Hätte ich da mal vorher ein bisschen genauer nachgeschaut. In den vorigen Folgen. Nein, nicht den Backstein. Lass den Backstein da liegen. Backstein, Backstein. Alles muss versteckt sein. Was war das denn? Marian Hotel? Waffe gefunden?